Leute, der Ralf wieder hier mit dem nächsten YouTube-Video. Ich freue mich drauf, denn heute geht es um drei Dinge, die mein erster Mentor mir beigebracht hat. Und diese drei Dinge von Oliver Pott, der mein erster Mentor war, die beeinflussen noch heute meine tägliche Arbeit. Gehen wir ein Stück zurück ins Jahr 2006, denn viele, die jetzt denken, der Ralf hat den Oliver Pott als Mentor bezahlt, die liegen falsch. Im Jahr 2006, September 2006, den genauen Tag weiß ich nicht mehr, startete meine Online-Marketing-Karriere. In der Tat ist es so und ich habe in Google Geld verdienen eingegeben, wollte ein Business finden, eine Businessmöglichkeit, eine Businessidee finden, die es mir ermöglicht, online, beziehungsweise online war noch gar nicht mal unbedingt mein Ziel, sondern ich wollte etwas finden, wo ich zeit- und ortsunabhängig bin. So der absolute Klassiker, okay? So, und dann in der Suche bei Google bin ich auf zwei Namen gestoßen. Nummer 1, Christoph Mogwitz, damals mit dem Thema, beziehungsweise der Webseite ebookschreiben.de, glaube ich. Nummer 2, Dr. Oliver Pott. Report kostenlos in 48 Stunden Geld im Internet verdienen. Das war geil. Ich habe mir das Ding runtergeladen, ich war wirklich schon 48 Stunden online, das ist aber eine andere Geschichte. Und über die Zeit habe ich sehr, 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 sehr viel von ihm lernen dürfen. Und alles, was ich von Oliver Pott in die Finger bekommen habe, habe ich mir reingezogen. Man muss dabei sagen, die ersten 4 Jahre von 2006 bis 2010 habe ich ihn weder persönlich getroffen, noch in einem persönlichen Gespräch oder sowas mit ihm mich auseinandergesetzt. Gar nichts, sondern wirklich nur die Sachen, die Produkte von ihm konsumiert. Und drei Dinge, die beeinflussen mich noch heute, die ich von Oliver Pott lernen durfte. Zwei Dinge davon stehen sogar in diesem kostenlosen Report. Ich bin mir nicht sicher, ob es den heute noch gibt. Ich glaube schon, dass man den noch finden kann irgendwo. Aber zwei Dinge standen in diesem kostenlosen Report und sind für mich maximal wertvoll geworden. Punkt Nummer 1. In der Liste liegt das Geld. Was fange ich mit dem Spruch an? Ganz klar, er erklärt und er hat es auch ganz genau erklärt und definiert. Bau dir eine E-Mail-Liste auf und betreibe aktiv E-Mail-Marketing. Das ist auch heute eine meiner Leitsprüche, denn das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Die eigene E-Mail-Liste. So wirst du auf Dauer unabhängig auch von Plattformen. Natürlich ist heute diese große Thematik Facebook-Ads, Google-Ads, du brauchst gar keine E-Mail-Liste, Chatbots. Ja, aber mit all diesen Dingen bist du abhängig von diesen Plattformen. Was da passieren kann, sehen wir gerade. Facebook, Apple, Streit und so weiter und so fort. Darauf will ich aber gar nicht eingehen. In der Liste liegt das Geld. Das habe ich von Oliver Pott gelernt. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich von Anfang an verinnerlicht habe, meine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Und vor allen Dingen pflege ich meine E-Mail-Liste wöchentlich. Leute, die die letzten 20 Newsletter nicht öffnen, werden separat angeschrieben. Leute, die sich abmelden, Bounces, also die nicht mehr erreichbar sind, werden gelöscht, sodass ich immer eine saubere Statistik habe. Aber das war Punkt Nummer 1, der mich zum Erfolg geführt hat. Die eigene E-Mail-Liste. Also Punkt Nummer 1 von Oliver Pott gelernt. In der Liste liegt das Geld. Punkt Nummer 2. Und ich will nicht sagen, der ist noch wichtiger, sondern er ist genauso wichtig. Weil wenn diese beiden Elemente gehören eigentlich zusammen, 1 und 2. Punkt Nummer 2 ist, mit Marketing wird Geld verdient. Ich muss sagen, ich habe das lange, lange, lange nicht verstanden und habe am Anfang riesige Fehler in diesem Bereich gemacht. Woher sollte ich es auch wissen? Ich habe Dreher gelernt und Reisekaufmann, hatte nie was mit Marketing am Hut und auch nicht mit Online-Marketing oder sonst irgendetwas.
Mit Marketing wird Geld verdient. Die meisten Menschen scheuen sich, Marketing zu machen. Ganz banales Beispiel. Du kreierst einen Lead Magnet, um eine E-Mail-Liste aufzubauen, machst eine Squeeze-Page, dort bietest du den Lead Magnet zum Download an und dann schreibst du da drauf kostenlos, gratis Download und nicht mehr. Da muss aber, und da fängt Marketing schon an, gratis Download nur für kurze Zeit. Für kurze Zeit statt 29 Euro 0 Euro. Kostenlos, wenn du etwas kostenlos hast, dann betone es auch mehrfach. Das muss den Leuten ins Gehirn eingehämmert werden. Das ist der erste Schritt zum Thema Marketing. Und Menschen kaufen nicht wegen Features eines Produktes, sondern wegen dem Benefit, den das Produkt für sie ergibt, egal ob digital oder physisch. Und genau hier musst du Marketing machen. Hier musst du es ihm so unter die Nase reiben und so schmackhaft machen mit Marketing und dann die, ich sage jetzt mal, üblichen Marketinginstrumente mit ins Spiel bringen, nur für kurze Zeit, letzte Chance und und. Da gibt es natürlich viel. Ich will dir aber heute nur diese drei Punkte mit auf den Weg geben und nicht ein Video zum Thema Marketing machen. Mit Marketing wird Geld verdient. Wie ich das gerafft hatte, und ich sage euch auch, wo und wann ich das gerafft hatte. Der Report hieß, in 48 Stunden Geld verdienen im Internet. Der erste Schritt war, in der Liste liegt das Geld. Das heißt, ich habe einen eigenen Lead Magnet erstellt, habe dann aus diesem Lead Magnet einen Teil rausgenommen, um damit Leads zu generieren. Ich habe zuerst mal ein Produkt generiert, das ich verkaufen kann. Aus diesem Produkt habe ich Teile rausgenommen und habe daraus ein Lead Magnet gemacht, um mir die eigene Liste aufzubauen. Habe also diesen Teil verschenkt und dann das Produkt verkauft. So, und ich habe diesem Produkt quasi den Namen Import King 24 gegeben. Keine Sau wusste, was ich damit meine, mit Import King. Nur ich wusste das. Und genau das ist das Problem. Nicht ich muss das wissen, nicht mir muss das gefallen, sondern den Leuten da draußen, die ich anspreche. Und Resultat war, kein einziger Verkauf. Eine Woche lang in Google AdWords 1.000 Euro reingepulvert, das war auch schon ein großer Fehler, und 27 eingenommen. Import King 24 war der erste Name meines ersten Produktes. Keiner wusste, was drin ist, nur ich. Also habe ich mich nochmal ganz genau hingesetzt und die Worte von Oliver Pott gelesen. Das, was er da geschrieben hat. Und dabei ist mir dieser Fehler aufgefallen, mit Marketing wird Geld verdient. Dann, aufgrund dieser Tatsache, habe ich den Namen geändert von Import King 24 in Das Geheimnis der großen Powerseller. Was soll ich euch sagen, Leute? Vom zweiten Tag an gab es Sales, 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 Sales und nochmal Sales, ohne einen Cent in AdWords stecken zu müssen. Wie genial war das denn? Also Nummer 1 von meinem Mentor Oliver Pott, von meinem ersten Mentor Oliver Pott gelernt. In der Liste liegt das Geld. Nummer 2, mit Marketing wird Geld verdient. Das ist ein Muss. Du musst dich da draußen gegen die Konkurrenz, die einfach nur mal da ist. Es gibt heute nicht mehr die Nische mit den Gold Nuggets, wo du ganz alleine bist. Vergiss es, das ist Träumerei. Und du musst dich gegen die anderen durchsetzen und das geht mit Marketing, okay? Mit Marketing überzeugst du einen Kunden. Es geht nicht darum zu lügen oder die Unwahrheit zu sagen, sondern es geht darum, einen gewissen Druck auszuüben. Beispiel, große Elektronikhandelskonzern in Deutschland, die machen Fernsehwerbung, nur am Montag bis 18 Uhr keine Mehrwertsteuer zahlen. Das ist diese Art von Marketingdruck. Wenn du bis 18 Uhr da bist, sparst du 19%, wenn du um 18.01 Uhr kommst, nicht mehr. Und das musst du für dich auch in dein E-Mail-Marketing unterbringen, in deine Webseite, ins Marketing an jeder einzelnen Stelle, in Social Media, überall. Also ganz, ganz wichtig, diese zwei Punkte. Und Punkt Nummer 3, der folgte deutlich später, weil ich einer derjenigen bin, der zuerst mal umsetzt und schaut, funktioniert das Ganze. Und ich mache mir nicht am Anfang über ungelegte Eier irgendwelche Gedanken. Das heißt, bevor ich mir Gedanken gemacht habe über Steuern und wie ich Steuern sparen kann, habe ich zuerst mal gesehen, dass ich Geld verdiene. Viele machen den Fehler, dass sie von Anfang an, bevor sie einen Gewerbeschein haben, überlegen sie schon, wie sie Steuern sparen können. So, und dann kam irgendwann der Kontakt mit Oliver Pott. Das hat aber 3 Jahre ungefähr, ja, 3 Jahre wird ungefähr gedauert, bis ich den persönlichen Kontakt hatte. Wir haben uns dann noch nicht mal persönlich getroffen, sondern telefoniert und ich habe ihm ein paar Fragen stellen dürfen.
Und ich habe nie einen Cent, muss ich dabei sagen, für den Mentor Oliver Pott bezahlt. Ja? Ich bin ihm gefolgt. Ich habe ihm an den Fersen geklebt, egal wann er ein Produkt rausgebracht habe. Es war mir. Okay? Und so bin ich ihm gefolgt und so wurde er mein erster Mentor, ohne dass ich hin bin und 10.000 Euro auf den Tisch gelegt habe. Nein, nein, so war es nicht. Aber dann irgendwann bei diesem Telefonat, und dann dachte ich, okay, Oliver Pott, schon jahrelang am Start, hat eine GmbH, zwei Firmen verkauft, der müsste wissen, wie man Steuern sparen kann. Also stellte ich ihm die Frage. Herr Oliver Pott, damals noch Herr Oliver Pott, muss ich heute lachen, heute sind wir befreundet. Ich bin einer der Vortänzer in seiner Mastermind. Wir sind sehr, sehr gut befreundet, ohne dass wir uns wirklich regelmäßig sehen, vor allen Dingen nicht in den Corona-Zeiten. Okay, also stellte ihm damals die Frage, Herr Dr. Oliver Pott, geben Sie mir mal einen Tipp zum Thema Steuern sparen. Und dann sagt er, Ralf, hol den Stift und den Zettel und schreib jetzt ganz genau mit. Und dieser Satz prägt mich ebenfalls noch heute. Bevor du dir Gedanken, also Achtung, bevor du dir Gedanken machst, wie du einen Cent Steuern sparen kannst, mach dir lieber Gedanken, wie du mehr Geld verdienen kannst, dann ist es egal, wie viel Steuern du zahlst. Das ist der richtige Weg. Mach deinen Frieden mit den Steuern und dem Finanzamt. Denn die meisten reiben sich an dieser Sache auf. Das ist doch so, was wir unterschwellig kennen. Boah, dem Finanzbeamten, dem will ich es jetzt zeigen. Ich nutze jetzt irgendeinen Trick, um 20 Euro Steuern zu sparen. Oder diese kleinkarierte Kacke, sorry, aber so ist es, die ich von vielen Versicherungsvertretern höre zum Beispiel. Ich will hier nicht jeden Versicherungsvertreter mit angreifen, um Gottes Willen. Aber einige, ich weiß nicht, wo die das lernen, aber irgendwie auf einem Seminar scheinbar. Dann kommen die zu mir und sagen, Ralf, am Schreibtisch wird das Geld verdient. Ich sage, wie am Schreibtisch wird das Geld verdient? Klar, ich sitze ja hier, mach hier was. Nee, nee, wenn du Ende des Monats alle Quittungen sammeln und die schön reingeben, dann machen die sich für eine 10-Euro-Quittung einen Aufstand von 10 Minuten oder einen Aufwand, nicht einen Aufstand oder beides, von 10 Minuten, weil die Quittung nicht da ist und sie versuchen, die neu zu besorgen. Bei mir gibt es eine ganz klare Regel, alles, was unter 50 Euro ist, gehen wir nicht nach. Das wird dann halt abgeschrieben, Ende aus, basta. Aber ich will nicht irgendeinem Steuerbeamten, irgendeinem Finanzbeamten oder dem Finanzamt irgendein Ei ins Nest legen oder irgendeinen auswischen, das ist vollkommener Bullshit. Damals wollte ich das aber und überleg mal bei dir selbst, willst du das, nur weil es das Finanzamt ist und du musst Steuern bezahlen, willst du dann, dass du weniger Steuern bezahlst? Natürlich wollen wir das alle, ist doch vollkommen logisch. Wo es aber bei diesem Satz meines Mentors Oliver Pott drum ging, ist ganz simpel. Es ging darum, sich nicht dauernd und permanent damit zu beschäftigen, wie bezahle ich weniger ans Finanzamt, sondern mach dir im Umkehrschluss Gedanken, wie wird mein Marketing besser, sodass ich meinen Umsatz verdopple. Das ist der richtige Weg und der führt dich zum Erfolg. Und das sind die drei Dinge, die ich von meinem ersten Mentor, Dr. Oliver Pott, lernen durfte, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, in der Liste liegt das Geld, bau dir deine eigene E-Mail-Liste auf und betreibe aktiv E-Mail-Marketing. Zweitens, mit Marketing wird Geld verdient. Beide Tipps aus dem kostenlosen Report, da kann man mal sehen, was da wirklich drin ist, nutzt mir seit 15 Jahren etwas. Und drittens, mach deinen Frieden mit den Steuern und dem Finanzamt. Versuch nicht jeden Cent vor denen oder von denen zurückbekommen, wie auch immer. Du verstehst, was ich meine. Das waren die drei Dinge, die ganz, ganz elementar wichtig für mich, meine weitere Karriere und für meine heutigen Umsätze und Denkweise sind. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir jetzt ein Däumchen nach oben. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt auf Abonnieren klicken, dann die Glocke aktivieren, dass du kein Video in der Zukunft mehr verpasst. Wenn du diese Dinge alle im Handumdrehen und schnell lernen willst, dann schau auf den ersten Link unter dem Video arbeite-mit-ralf.com und vielleicht ist dieses Angebot auch für dich ein Mega-Burner für deine Zukunft. Bis dann, bis zum nächsten Video, dein Ralf. Ciao, ciao, bye, bye. Ich kann nur jedem raten, wenn er im Online-Business einen Schritt weiter nach vorne kommen will, dann sollte er
ein Seminar mit Ralf Schmitz buchen. Und eines kann man sagen, du bist absolut authentisch und deine Produkte sind top. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Der ist immer exakt gleich und das mag ich einfach. Und mir ist dank des VIP Affiliate Clubs von meinem großen Vorbild Ralf Schmitz der Durchbruch gelungen. VIP Affiliate Club Ralf Schmitz ist eine abgeschlossene Studienrichtung zu einem schmalen Taler und ich muss dir extra wirklich ans Herz legen, das ist die Ausbildung, die dein Leben verändern wird. Ich bin seit 2013 im VIP Affiliate Club und das ist echt der Hammer, denn mit diesem VIP Affiliate Club habe ich innerhalb von 3 Jahren meine Rente verdoppelt. Die Videos sind kurz, die sind aussagekräftig und man kann wirklich in einer kurzen Zeit, kommt man auch in die Umsetzung. Ich kann euch mit auf den Weg geben, dass mit dem VIP Affiliate Club von Ralf Schmitz mir wirklich der Durchbruch gelungen ist und ich von A bis Z jetzt weiß, wie Affiliate funktioniert. Er weiß, wie Dinge funktionieren, er testet sehr viel und er gibt das, was er getestet hat, weiter und er treibt dich dadurch, dass er sagt, du musst es noch besser machen, du mach es nochmal. Oder mach das, mach das, mach das. Und wenn du dann auch wirklich dran bleibst, dann bleibt er auch immer hinter dir. Zum einen die Strategien, die er zeigt, funktionieren. Die sind einfach und anwendbar. Das heißt, man braucht jetzt irgendwie jetzt kein Profi sein oder so, man braucht keine großen Vorkenntnisse. Und was unglaublich ist und was ich am Ralf sehr schätze, ihm liegen seine Kunden sehr am Herzen. Das heißt, der Ralf interessiert sich wirklich dafür, dass die Leute vorwärts kommen. Das ist jetzt nicht nur so, wow, ich muss jetzt hier die Kohle einsammeln oder so, sondern ihm liegen die Menschen wirklich am Herzen. Und das schätze ich unglaublich. Nur für mich ist eigentlich dieses Gesamtpaket Ralf Schmitz, ich sage jetzt mal aus dem Blickwinkel des Online-Marketings heraus, unbezahlbar. Mit der Zusammenarbeit mit Ralf Schmitz ist es auch so gewesen, dass ich in den letzten Monaten knapp 14.000 Euro Umsatz gemacht habe. Und das alles mit seinen eigenen Produkten. Und da war die Blackbox mit dabei. Und das sind so tolle Sachen. Die kann ich nur weiterempfehlen. Ich muss auch sagen, der Ralf ist ein fantastischer Mentor. Er ist so menschlich, er ist einfach ein Mensch mit ganz viel Herz, aber er übermittelt einen auch wirklich, wirklich, wirklich Unternehmerbewusstsein. Wie soll ich sagen, man kommt einfach um Ralf, kommt man nicht drum herum. Er ist wahnsinnig authentisch, das kann ich bestätigen. Ich habe ihn jetzt live auch erlebt. Er ist, wie er ist und macht da keinen Hehl draus, erzählt dir nicht, was nicht stimmt. Ja, es hat mich überzeugt. Ich sitze da keineswegs drin und habe nichts davon. Im Gegenteil, mir laufen schon die Ohren über und ich bin ganz hektisch, das umsetzen zu wollen. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank auch für heute wieder. Es war super. Ich freue mich immer, wenn ich bei dir bin und du gibst so viele Tipps und Hacks. Das begeistert mich immer wieder. Danke dafür. Lieber Ralf, danke für diese richtig tolle Veranstaltung hier. Ich habe so viel mitgenommen, menschlich, vom Herzen, vom Business her. Und ich kann mich einfach nur bedanken und wertschätzen, dass ich dich kenne. Vielen, vielen Dank. Lieber Ralf, vielen herzlichen Dank für deine Hilfe, deinen Support, deine herzliche Art und dass man wirklich in der kurzen Zeit schon so in die Umsetzung kommt. Ich bin total dankbar und ganz, ganz lieben Dank. Mach das so, wie es Ralf sagt, und es funktioniert immer.